Und wenn wir auch wissen, dass es einen sogenannten politischen Islam gibt, ich spreche nicht von der Religion. Religion ist Privatsache. Von mir aus kann jemand einen Baum anbeten oder einen umarmen oder was auch immer. Ganz egal, das ist zu tolerieren, das ist Privatsache. Aber wenn dann jemand zu uns kommt und uns seinen Glauben aufzwingen will, dann wird es zur Bedrohung. Und hier sind wir beim politischen Islam. Und wenn man den Koran liest, und ich habe mir die Mühe gemacht, ich zitiere einmal Sure 9, Vers 5, da steht, wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Aber es gibt auch noch eine Verheißung. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Das heißt, wenn man hier einlenkt, dann hat man sozusagen das Recht, weiterzuleben. Sure 4, Vers 89, da steht, sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, sodass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Jetzt kommt, kehren sie jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Diese Dinge stehen im Koran und ich habe da ganz viele Zitate gefunden. Ich kann sie nicht alle vortragen, denn es ist so umfangreich. Und genau das ist der politische Islam. Das heißt, der politische Islam ist eine Religion, die auch einen politischen Zweck verfolgt, nämlich die Weltherrschaft. Und wenn man sich die Nationalsozialisten anschaut, dann haben die ganz viele Parallelen. Denn die Nationalsozialisten wollten die Weltherrschaft. Die Nationalsozialisten waren intolerant gegenüber Andersdenkenden. Und die Nationalsozialisten hatten den Judenhass. Und all die drei Dinge vereint den Nationalsozialismus mit dem politischen Islam.